Heute geht es uns als Freien Demokraten nicht um die Bewertung von Versäumnissen der Vergangenheit, sondern darum, dass endlich von der Bundesregierung klare, transparente, nachvollziehbare Kriterien entwickelt werden, wie man Gesundheitsschutz und wirtschaftliche und gesellschaftliche Öffnung miteinander verbinden kann. Denn die Beschlüsse, die die Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder in der Woche nach Ostern verkündet hat, die wirken ja willkürlich. Nehmen wir einfach mal die 800-Quadratmeter-Regel beim Einzelhandel. Es müsste doch, wenn man infektiologisch denkt, wenn man virologisch denkt, ein ganz anderes Kriterium zugrunde gelegt werden, etwa Quadratmeter pro Kunde. Und meine Damen und Herren, wir sind ja in Deutschland die Weltmeister des organisierten Arbeitsschutzes. Die Bundesregierung sollte deshalb jetzt endlich einen interdisziplinär besetzten Expertenrat zur Begutachtung der Corona-Ansteckungsrisiken in Gesellschaft und Wirtschaft berufen. Dieser sollte klare, transparente Kriterien erarbeiten, die dann für alle Bereiche durchdekliniert werden. Der Maschinenführer an einem CNC-Bearbeitungszentrum, der braucht vielleicht andere Schutzmaßnahmen als ein Montageteam, das in der Automobilindustrie in engem körperlichen Kontakt praktisch Hand in Hand Teile an eine Karosserie montiert. Meine Damen und Herren, niemandem ist damit gedient, wenn eine Insolvenzwelle weite Teile des Mittelstandes hinwegfegt. Deshalb sind wir in großer Sorge, was die Unternehmen in Deutschland und Millionen von Arbeitsplätzen angeht. Und deshalb, meine Damen und Herren, fordern wir in unserem Antrag auch ein Programm für Wachstum, Beschäftigung und Innovation. Wir wollen ein Belastungsmoratorium. Es darf keine neuen Steuererhöhungen geben, keine neue Bürokratie, keine neuen Umverteilungsprogramme. Im Gegenteil.